möchte jetzt mal eine ganz ehrliche Antwort von euch. Vielleicht beruhigt mich das, vielleicht lässt es mich das Video aber auch in die Tonne treten. Beschäftigt ihr euch sehr viel mit Dingen an euch, die ihr nicht so gerne mögt, an eurem Körper? Hello Boys and Girls und willkommen zu einem Video, wegen dem ich sehr nervös bin. Ja, könnt ihr bitte übrigens diese Lampe ignorieren? Ich habe gerade 10 Minuten lang versucht, diese Lampe gerade zu machen und sie macht einfach nicht, was ich will. Also es wäre toll, wenn wir alle damit leben könnten, dass sie einfach jetzt so mega schief im Raum rumsteht. Aber jetzt ist sie gerade. Fast. Ja, gut, lassen wir das. Ich habe mir einen Tee gemacht. Ich könnte mir vorstellen, es dauert heute ein bisschen länger. Ich bin ein bisschen nervös, weil ich diese Art von Video, glaube ich, so noch nie gemacht habe. Wie fange ich jetzt an? Vor ein paar Tagen habe ich ein Secondhand-Try-on-Haul hochgeladen. Ja, der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen. In diesem Video habe ich Secondhand-Sachen ge gezeigt. Das nächste, was ich gefunden habe, ist dieses gute Teil. Und in diesem Video habe ich unter anderem auch eine Jeans gezeigt, so eine Vintage-Jeans. Und habe halt in diesem Umfang gesagt, dass ich einen fetten Arsch habe, weil ich habe einen relativ dicken Arsch. Dass diese Jeans meinem Arsch sehr gut tut. Also nicht so ein, so, oh, ich habe ein Bubble Butt und gehe jeden Tag ins Fitnessstudio, sondern ich habe einfach einen fetten Arsch. Deswegen sind diese großen Taschen bei diesen Vintage-Levis-Jeans für mich einfach sehr, sehr vorteilhaft. Ja, und dann hat eine Zuschauerin unter dieses Video kommentiert: Du hast keinen fetten Arsch, du hast eine Körperschemastörung. Darauf habe ich geantwortet: Natürlich habe ich eine Körperschemastörung. Ich bin in den 90ern groß geworden. Und da sage ich gleich, aber da gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein, wie ich das meinte, auch wenn es natürlich ein Scherz war. Irgendwie wollte ich humorvoll mit dem Kommentar umgehen, von dem ich nicht weiß, ob es eine liebevolle Kritik war oder eine besorgte oder eine negative. Das weiß ich nicht, aber darum soll es auch nicht gehen. So wie ihr mich normalerweise kennt, werdet ihr jetzt wahrscheinlich davon ausgehen, dass ich mich darüber aufrege, dass jemand kritisiert, dass ich Witze über mich selber mache, weil ich dazu auf Instagram schon sehr, sehr häufig was gesagt habe. Weil ich es doof finde, wenn man Menschen dafür kritisiert, wenn sie Witze über sich selber machen. Egal in welchem Umfang. Ich finde, jeder Mensch hat das Recht, Witze über sich selbst zu machen. Egal, ob es einfach nur daher kommt, dass er lustig ist und drüber steht oder dass er unsicher ist. Ich finde, jeder Mensch darf über sich selbst sagen, was er will. Darf er das? Da kommt natürlich ganz oft immer die Selbstliebe-Armee und sagt, du darfst das nicht, aber ich finde, das darf man. Und ich darf auch, wenn ich möchte, sagen, dass ich einen fetten Arsch habe. Und ich übernehme da jetzt nicht die Verantwortung dafür, dass jemand vielleicht mehr wiegt als ich und sich deswegen schlecht fühlt und bla. Ich finde irgendwie, die Zensur in der Sprache ist jetzt schon weit genug getrieben, deswegen lasst mir meine Witze über mich selber. Aber darum soll es in diesem Video gar nicht gehen, sondern in diesem Video möchte ich wirklich über Körperschemastörungen sprechen und ich möchte über die Vermutung sprechen, dass ich sowas wirklich habe. Und ich bin sehr, sehr nervös, weil dieses Video viel ernster ist als das, was ich sonst so mache und ich mich gerade sehr ernst fühle. Ich bin auch ein bisschen nervös, weil es kein lösungsorientiertes Video ist. Also ich habe vor vielen Jahren schon mal ein Video zum Thema Körperschemastörung gemacht. Fixiert ihr euch immer auf ein Körperteil? Guckt ihr ständig in den Spiegel? Und wenn ihr in den Spiegel guckt, kontrolliert ihr nicht euer gesamtes Spiegelbild, sondern ihr guckt ständig in den Spiegel, um ein bestimmtes Körperteil oder ein bestimmtes Merkmal von euch zu kontrollieren, dann geht das schon in Richtung einer Körperschemastörung. Ich möchte dazu übrigens auch nochmal sagen, alles, was ich in diesem Video sage, ich bin kein Arzt, ich bin kein Psychiater, ich bin kein Psychologe und ich bin auch nicht bei einem gewesen und an mir wurde eine Körperschemastörung diagnostiziert. Ich möchte heute einfach einmal über dieses Thema sprechen. Ich werde das so nennen, ob es nun am Ende so diagnostiziert werden würde oder vielleicht auch nicht, weil es sich im absoluten Normalbereich befindet. Aber ich glaube, dass viele Menschen auf diesem Spektrum, von dem ich gleich spreche, drauf sind, in verschiedener Stärke. Und ich möchte einfach mal das Ganze zur Diskussion geben und euch von mir erzählen. Was viele vielleicht gar nicht wissen, ist, dass ich schon mein Leben lang mit Probleme mit meinem Körper hatte oder habe, zumindest meine Einstellung gegenüber meinem Körper und auch schon also Erfahrungen mit essgestörtem Verhalten hatte. Ja, ich weiß nicht, ob das in einem
ungesunden Maße ist oder in einem Maße, das jeder kennt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es geiler geht. Also ich habe Phasen in meinem Leben, wo ich diese Gedanken und Probleme irgendwie gar nicht habe und mich da gar nicht mit beschäftige. Deswegen weiß ich, dass es auf jeden Fall eine gesündere Stufe gibt zu den Stufen, die ich alle so kenne. Ja, aber fangen wir mal von Grund auf an. Also erstmal ist es so, ich möchte das jetzt einmal kurz ansprechen. Egal, wann ich in meinem Leben YouTube gemacht habe, ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass wir alle so eine Generation sind. Und deswegen, wenn ich Probleme anspreche, normalerweise sich meine Probleme nicht von euren unterscheiden, nur weil ich zum Beispiel älter oder jünger bin. Aber ich möchte in diesem Zusammenhang trotzdem noch einmal kurz ansprechen, dass, wenn es ums Thema Schönheitsideal geht, weil hier geht es nun mal jetzt um Körper, hier geht es um, was findet man schön und was nicht, mit was vergleicht man sich. Ich bin in den 90ern groß geworden und war Anfang der 2000er so in meiner Teenie-Zeit. Und das bedeutet, dass ich zu einer Zeit groß geworden bin, also das ist jetzt nur so als Information, falls ich gleich irgendwas über Körper sage, wo ihr sagt so, hä, das ist doch gar nicht das Schönheitsideal. Ich bin in einer Zeit groß geworden, wo es in war, wo das Schönheitsideal war, dass man ganz dünne Beine hat, einen ganz winzig kleinen Arsch und vielleicht große Brüste, also so jetzt nicht übergroße Brüste, aber große Brüste. Früher waren das Britney Spears und Christina Aguilera. Das waren so, keine Ahnung, so der Unterkörper war ganz klein, ganz dünne Beinchen und aber obenrum viel, was ja heutzutage anders ist. Also viele Leute schauen ja auch zu, die zum Beispiel so in, was weiß ich, 19, 20, 21, 22 sind. Und da ist ja schon wieder ein ganz anderes Schönheitsideal. Also ihr habt ja eure Teenie-Zeit quasi gerade so hinter euch. Und das bedeutet, ihr seid noch zu Zeiten von Kim Kardashian und Nicki Minaj in der Teenie-Zeit gewesen, wo es absolut auf einmal, ich bekomme manchmal Nachrichten von Mädels, die sagen, ich fühle mich nicht weiblich genug, weil ich so dünn bin und alle stehen auf dicke Ärsche. Und ich denke mir so, wow, die Jugend hat sich echt verändert. Ja, zu meiner Zeit, ne, da wärst du, Anorexie war so in. Ich erinnere mich wirklich noch an Zeiten, wo sowas früher cool war, wo die Teenies so wir Kinder vom Bahnhof Zoo gelesen haben und Heroin nehmen wollten mit 12 und Anorexieforen im Internet gesucht haben. Das war, ja, weiß ich auch nicht, vielleicht kannte ich auch nur komische Menschen, I don't know. Aber es war so, alles, was so abgefuckt war, war irgendwie super interessant. Und jetzt auf einmal wollen alle mehr wiegen und größere Ärsche haben. Und ich denke mir so, wieso bin ich nicht zu dieser Zeit groß geworden? Dann hätte ich vielleicht nicht so einen Schuss weggekriegt. Warum ich überhaupt jemals in meinem Leben darauf gekommen bin, dass ich eine Körperschemastörung haben kann. Und eine Körperschemastörung, das habe ich noch gar nicht definiert, ne? Körperschemastörung bedeutet, dass du deinen Körper anders wahrnimmst als er ist. Ich meine, in einem kleinen Maße kann sowas immer mal passieren, weil jeder Spiegel ist anders, jedes Foto ist anders, es kommt auf den Winkel an, blabliblub. Aber es gibt, glaube ich, eine Art von veränderter Wahrnehmung, wo einfach die Realität nicht mehr mit dem eigenen Selbstbild übereinstimmt. Und ich weiß nicht, ob ich ein falsches Bild von mir selber habe. Ich weiß nicht mal, in welche Richtung und ich weiß auch nicht, ob ich mich in einem normalen, gesunden Spektrum befinde, wo jeder Mensch seine Unsicherheitsskala hat und das vielleicht bei euch auch so ist oder ob ich wirklich eine Störung habe und mich einfach falsch wahrnehme. Ich erkläre euch gleich noch, warum. Überhaupt zu wissen, was dieser Begriff ist, ist, weil ich mich in meinem Leben sehr, sehr viel mit Essstörungen auseinandergesetzt habe. Angefangen hat es bei mir schon, als ich so 10, 11 Jahre alt war. Ja, also das hat super früh angefangen, da war ich noch ein Kind. Ich weiß gar nicht genau, wie das ins Rollen gekommen ist. Meine Mama hat damals gesagt, dass das angefangen hat, als meine Oma zu mir gesagt hat, also ich war immer so ein, zu kurzen Info, ich war immer so ein Kind, was nicht dick ist, aber so immer so gut Babyspeck hatte. Also ich war nie so ein dünnes Kind. Ich war immer so gut genährt, aber nicht pummelig oder so, sondern so ein bisschen chubby. Ja, und habe mir da aber auch nie Gedanken drum gemacht. Und meine Oma hat dann wohl irgendwann zu mir gesagt, ich brauche mir keine Gedanken über mein Gewicht machen, weil ich sowieso nach, und dann hat sie den Familiennamen meiner väterlichen, also ihrer Familienseite genannt, nach denen komme. Ja, und der Clou der ganzen Geschichte ist, dass meine Oma fast 200 Kilo gewogen hat. Also ein 9- oder 10-jähriges Mädchen steht da und eine fast 200 Kilo schwere Frau sagt zu dir,
du brauchst dir keine Gedanken machen, weil du wirst eh übergewichtig. Und meine Mama hat gesagt, dass da damals das so ein bisschen ins Rollen gekommen ist. Ich weiß das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr sagen, ob das dadurch kam, ob das durch was anderes ausgelöst wurde. Auf jeden Fall erinnere ich mich nur noch daran, dass ich angefangen habe, mein Essen zu kontrollieren. Und ich weiß nicht, wie weit das jetzt schon... Also es war auf jeden Fall essgestörtes Verhalten, aber ich würde es jetzt noch nicht als eine Krankheit diagnostizieren, aber schon als gestört. Ich habe sehr, sehr viel abgenommen. Also ich war damals so, ich weiß gar nicht, wie groß ich war. Ich würde so schätzen 1,60, 1,65. Also ich war schon sehr groß. Ich war mit 13 komplett ausgewachsen, mit 1,77. Und so mit 1,60, 1,65 habe ich irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube so 41 Kilo zum Schluss gewogen. Also für meine, es gibt ja Menschen, die so ganz dünn gebaut sind, aber so jemand bin ich nicht. Also ich war da schon echt richtig dünn. Ich habe schon echt mein Essen krass kontrolliert. Also ich habe auch schon Stunden, mit 10, 11 Jahren habe ich schon die Stunden gezählt dazwischen, dass mindestens 4 Stunden zwischen dem Essen liegt, was ja auch normal ist. Aber wenn ich zum Beispiel zu wenig gegessen habe beim Frühstück und nach 3 Stunden schon mega Hunger hatte und trotzdem gegessen habe, dann habe ich mich zum Beispiel dafür bestraft, indem ich bis zum nächsten Essen 6 Stunden warten muss. Wenn ich abends im Bett lag und mir der Magen geknurrt hat, dann war ich immer richtig stolz, weil ich wusste, boah, jetzt hast du es durchgehalten und morgen ist dann der Tag, wo die Waage weniger anzeigt. Ich habe mich jeden Tag gewogen, habe immer so auf die Fensterbank gedrückt, um so zu gucken. Ich habe so Spielchen mit der Waage gespielt, um herauszufinden, ob ich jetzt näher zum Beispiel an der 43,5 oder näher an der 43 bin und so weiter. Also ich war schon sehr intensiv mit meinem Gewicht beschäftigt. Habe immer so Tests gemacht, wie doll spüre ich die Knochen hier oben. Wenn ich morgens aufgestanden bin, mein erster Gang war auf die Toilette. Dann bin ich auf die Waage gegangen und dann habe ich mir immer Unterwäsche angezogen und habe mich vom Spiegel von der Seite angeguckt, um zu gucken, wie dick mein Bauch ist. Und das ist, Titten auf den Tisch, ein total krankes Verhalten für ein 11-jähriges Mädchen. Und meinen Eltern ist damals aufgefallen, dass ich sehr viel abgenommen habe und als dann aber Papas Entwässerungstabletten verschwunden sind, weil ich mir die reingepfiffen hatte, ist das Ganze dann aufgefallen und kam zur Diskussion. Und ja, viel schlimmer wurde es dann allerdings nicht, weil ich bin dann in die Pubertät gekommen und habe mit einer Freundin heimlich immer gekifft und habe so viel Brot mit Nutella gegessen, dass meine Mutter zu mir letztens noch meinte, boah, ich weiß noch, dieser eine Urlaub, wo deine Freundin mit war, da hast du 2 Kleidergrößen zugenommen in nur 3 Wochen Urlaub. Ich weiß nicht, was da mit dir los war. Ich denke mir so, ich weiß es schon. Naja, sagen wir also, Drogen haben mich aus meiner Krise geholt. Ja, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass sich danach das irgendwie normalisiert hat. Also als ich wirklich in die Pubertät kam, also wo ich wirklich angefangen habe, mich für Jungs zu interessieren und für Partys und für verbotene Sachen und für Schminke und Klamotten und diesen ganzen Quadradatsch, der dann eigentlich erst auf einen zukommt, ist es wahrhaftig besser geworden bei mir. Also klar, ich habe auch noch so, ich habe heute vergessen, Abend zu essen, cool, dann bin ich morgen früh, also solche Gedanken hatte ich schon noch, aber es war in einem viel, viel gesünderen Maße. Also da, wo es bei den meisten Leuten anfängt, quasi erst diese ganze Scheiße, ist es bei mir eigentlich besser geworden, weil ich genug Action so in meinem Leben hatte. Da hatte ich keine Zeit, mich jetzt den ganzen Tag irgendwie auf mein Essverhalten und mein Dings zu fokussieren. I don't know. Ich kann es nicht auseinander analysieren, ja? Ich bin auch nur ein Mensch, der sich selbst beobachtet hat und das erzählt, wo hätte ich dran erinnert von vor 30 Jahren? Ich habe seitdem meine ganze Jugend lang und auch mein Erwachsenenleben bisher gut gegessen, gesund, nicht immer gesund, aber auf jeden Fall gesunde Portionen gegessen, sogar eher zu große als zu kleine. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass ich trotzdem bis heute keine 100% gesunde Beziehung zu meinem Körper habe. Dass ich sehr, sehr kritisch in Bezug auf meinen eigenen Körper bin. Ja, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, ganz oft, dass ich nicht wirklich weiß, wie ich aussehe. Obwohl ich ein Mensch bin, der sich seit 6 Jahren selbst fotografiert und selbst filmt. Vielleicht ist das sogar mit Teil des Problems, ich weiß es nicht. Aber ich sage euch Leute, manchmal stehe ich in der Stadt und ich gucke in einen Spiegel und ich sehe etwas völlig anderes als das, was ich zu Hause in einem Spiegel gesehen habe. Und mit etwas völlig anderes meine ich,
dass es bestimmte Dinge an meinem Körper gibt, auf die ich fixiert sind. Und das ist ja auch bei Essstörungen und bei Körperschemastörungen und so weiter eigentlich immer ein Indiz dafür, dass man kein besonders klares Bild hat, weil man immer diese eine Sache sieht. Also bei mir sind das immer Tränensäcke, Falten, Reiterhosen. Ja, ich glaube, das war's. Ja, das sind so meine Hauptsachen, die ich immer sehe. Zum Beispiel, ja, wie soll ich das sagen? Als ich für diesen Second-Hand-Try-On-Haul diese Szene gedreht habe, wo ich meinen Arsch gefilmt habe, die, wenn ich sie mir jetzt angucke, sehr schön aussieht. Ich gucke das an und denke, das ist ein geiler Arsch. Der gehört auf Instagram. Aber für mich ist das gar nicht mein Arsch. Das ist nicht mein Arsch, weil ich habe diese Kamera so oft umgestellt, bis dieser Arsch so aussah, dass ich sage, ich kann das ins Internet stellen, ohne dass ich mich super schlecht fühle und mich nackig fühle, dass ich gar nicht mehr einschätzen kann, gibt es wirklich einen Winkel, in dem mein Arsch wirklich so aussieht? Ein weiterer Grund, warum ich dieses Video gern machen wollte oder was mich dazu gebracht hat, war, dass ich vor ein paar Tagen alte Fotos auf meinem PC durchgegangen bin. Und es ist so krass einfach. Ich habe mir Fotos angeguckt von meiner ganzen Jugend, wo ich bin so schlank auf diesen Fotos, Leute. Ich habe mich mein ganzes Leben lang so dick gefühlt und ich bin so schlank auf diesen Fotos. Und dann habe ich Fotos gefunden von 2014, da war ich mit Kevin im Urlaub in Thailand und wir waren am Strand und Kevin hat Fotos von mir gemacht. Ich wollte nämlich auch ein Thumbnail machen für ein Video von uns in so einer Hängematte und ich hatte halt gerade nur ein Bikini an. Ich konnte mir jetzt halt nichts überziehen, weil ich nicht so der Typ bin, auch aufgrund dieser ganzen Fakten, der sich jetzt super gerne im Bikini ablichten lässt. Und ich bin da aber immer noch mal besser drin. Naja, auf jeden Fall haben wir dann Fotos gemacht und ich habe mir im Nachhinein diese Fotos angeguckt und ich habe so geweint. Ich habe so geweint, weil ich gedacht habe, scheiße. Du bist übergewichtig. Ich habe wirklich diese Fotos angeguckt und habe in dem Moment gedacht, du hast eine Körperschemastörung und zwar, du läufst immer durch die Gegend und du denkst, du bist schlank, aber du bist überhaupt nicht schlank. Und dann habe ich mir diese Fotos angeguckt und ich sage euch, Leute, ich blende euch, wenn ich sie jetzt nochmal finde, diese Fotos ein. Ich bin auf diesen Fotos nicht übergewichtig. Ich bin auf diesen Fotos auch nicht dick. Jetzt, wo das so weit zurückliegt, gucke ich mir diese Fotos an und denke so, sag mal, bist du... Was stimmt denn nicht mit dir? Jetzt bin ich verunsichert, weil das, was ich damals auf diesen Fotos gesehen habe, sehe ich auch, wenn ich mich jetzt filme. Und deswegen bin ich super verunsichert, auch ganz oft in der Gegenwart von anderen Menschen. Weil ich aus dem Haus gehe und manchmal mich wirklich frage, wie sehe ich eigentlich wirklich aus? Wie viele Augenringe habe ich eigentlich wirklich? Wie doll sind meine Reiterhosen eigentlich wirklich? Und wie sehen mich die anderen Menschen? Ich fühle mich jetzt gerade voll selbstbewusst, aber ich kann das nicht... Oh mein Gott, ich muss jetzt ganz ehrlich zu euch sagen, es macht mich total nervös, dieses Video hochzuladen. Und ich möchte mich auch entschuldigen, wenn sich jetzt irgendwer angegriffen fühlt. Ich weiß, dass ich auch Zuschauer habe, die wirklich übergewichtig sind, ja, die wirklich Probleme mit ihrem Gewicht haben und auch gesundheitliche Probleme haben und die jetzt wahrscheinlich gerade dieses Video gucken und sich denken so, sag mal, sie sich angegriffen fühlen, weil sie denken, das ist kein Problem, was du da hast, Mann. Guck dich mal an, willst du mich verarschen? Ich wiege 40 Kilo mehr als du. Ja, ich weiß das und ich will einfach nur einmal in die Diskussion gehen, weil ich mich frage, stimmt was nicht mit mir? Habe ich einen Schaden? Weil ich es so krass finde, dass jemand wie ich bin wirklich davon überzeugt, ich liebe mich wirklich selber. Ja, also zum Thema fehlende Selbstliebe, vielleicht in Bezug auf meinen Körper, das kann sehr gut sein. Ich bin dankbar dafür, dass mein Körper funktioniert. Ich bin dankbar dafür, dass er mich laufen lässt. Nicht immer. Aber jeden zweiten Tag, wenn mein Rücken gerade nicht so schlimm ist, dann kann ich mit diesem Körper laufen. Und ich bin dankbar dafür, dass er all das macht und all die Scheiße auch aushält, die ich ihm in meinem Leben angetan habe. All die Alkopops, die ich ihm mit 17 zugeführt habe, dass er immer noch funktioniert. Ich auch wirklich für
dafür bin, alle raus, egal wie sie, es ist mir völlig egal, wie andere aussehen. Ich habe noch nie irgendwo am Strand gelegen und habe gedacht, wie sieht die denn aus oder wie sieht die denn aus? Überhaupt nicht. Ich bin dafür, zeigt alles, lasst es schwabbeln, lasst uns zusammen schwabbeln lassen. Aber wieso habe ich das Gefühl, dass ich selbst nicht weiß, wie ich wirklich aussehe? Und haben andere Menschen das auch? Ist es bei anderen Menschen auch so, dass sie so fixiert sind auf gewisse Körperteile, dass sie sich irgendwie verschwommen sehen und das Gefühl haben, dass sie gar nicht wirklich wissen, ob das, was sie an ihnen sehen, wirklich so schlimm ist, wie sie denken? Und ich wollte auch nochmal sagen, dass das von mir überhaupt nicht böse gemeint ist, wenn ich manchmal Witze über mich selber mache und besonders gerne viele Witze über meinen Arsch mache. Aber mein Arsch war in meinem Leben ein sehr großes Thema. Ich bin zu einer Zeit groß geworden, wo dicke Ärsche überhaupt nicht in waren. Und deswegen wurde ich auch sehr oft beleidigt halt als Teenie. Ich war halt auch mit sehr vielen Jungs befreundet, die auch sehr oft gemeine Sachen gesagt haben. Ich erinnere mich halt an Sätze wie, Jaco, deine Titten sind nicht zu klein, dein Arsch ist einfach zu fett. Oder wenn man sich, als ich mich mit einem einmal gestritten habe, hat er zu mir gesagt, ich hab fette Beine. Es ist vielleicht wirklich was Psychologisches bei mir, ja? Vielleicht bin ich zu doll drauf fixiert. Vielleicht ist aber wirklich das da, was ich sehe. Und ich finde es einfach nicht schön, weil dieses Schönheitsideal mir eingetrichtert wurde. Ja, und ich wollte einfach aus diesem Grund das Video machen, das einfach mal in die Diskussionsrunde zu werfen, einfach mal diesen unschönen, unsexy Pott an Unsicherheit und Schönheitsideal, Vergleichs-Brainwash aufzumachen, um zu zeigen, dass ich finde, dass Selbstliebe-Talk und sich selber cool finden, halt diesem Thema nicht im Weg stehen. Ich finde, man kann beides in sich haben und kann einfach an sich arbeiten, cooler zu werden. Ja, ich bin schon sehr viel cooler geworden auf diesem Gebiet auf jeden Fall. Und nochmal zu sagen, ich möchte niemanden triggern, wenn ich solche Dinge sage. Das ist absolut mein Bier, das hat nichts mit euch zu tun, ja. Nur weil ich mich selber so auseinandernehme und mich im Spiegel begutachte, es kann sein, dass gleichzeitig an mir eine vorbeiläuft, die, keine Ahnung, 6 bis 8 Größen größer trägt und ich die optisch überhaupt nicht kritisieren würde. Also ich würde, versteht ihr? Ich würde nicht sie angucken und denken, das finde ich nicht schön. Es geht wirklich einfach nur um mich. Ja, versteht ihr, wie ich das meine? Es geht einfach nur um mich. Ich bin cool mit allem und ich möchte Diversität auf allen Ebenen, aber ich habe noch ein bisschen Probleme mit mir. Und zu sagen, hey Leute, wenn ihr nur schöne Ärsche im Internet seht, wenn man die Kamera von ganz oben auf den Arsch scheinen lässt, dann sieht er wirklich besser aus. Also glaubt nicht immer alles, was ihr seht. Wir hier im Internet, wir komischen Menschen, wir kennen so unsere Tipps und Tricks, um unsere Unsicherheiten zu kaschieren. Es ist ein weites Thema. Ich glaube, ich mache mich nicht beliebt mit diesem Video. Ich habe aber das Gefühl, dass die Ansprüche an die Perfektion im Internet auf jeden Fall gestiegen ist. Also die Leute erwarten schon ein sehr hohes Maß an Ethik und Vorbildfunktion und Perfektionismus, auch in Bezug auf Selbstliebe. Aber ja, ist mir egal. Ich mag es immer gern echt, wenn jemand sagt, was er wirklich echt denkt und fühlt. Egal, ob das im Widerspruch steht zu anderen seinen Inhalten. Für mich steht nichts im Video. Das Leben ist Chaos. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Ich bin super gespannt. Ich habe auch ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, ihr kleinen Self-Love-Hasen. Ciao.